Österreich zählt zu den reichsten Ländern der Welt. Und trotzdem klafft die Schere zwischen Arm und Reich auseinander. Die Einkommen sind in Österreich ungleich verteilt. 10% der Bevölkerung verdienen ein Drittel des gesamten Einkommens. Noch unausgewogener verteilt ist das Vermögen. Wenn Sie sich vorstellen, das Vermögen wäre ein Kuchen, ja, auf einer Geburtstagsparty, dann ist es so, dass einer von 100 Gästen auf dieser Party fast die Hälfte des Kuchens bekommt, während sich die untersten 10% wirklich nur mehr ein paar Krümel teilen. Dazu kommt, dass sich Menschen in verschiedenen Ausgangssituationen befinden. Während die einen viel erben, erhalten die anderen kein Erbe. Bei einem Drittel der Personen reicht das Einkommen nicht aus, um zu sparen. Folglich können sie auch kein Vermögen aufbauen. So wird das Problem immer schlimmer. Im Europavergleich schneidet Österreich bei der Vermögensverteilung schlecht ab. 400 superreiche Menschen besitzen ein Drittel des gesamten Privatvermögens. Weltweit ist die Ungleichheit noch größer. Und der Trend wird sich laut Expertinnen weiter fortsetzen. Diese ungleiche Verteilung habe gravierende Folgen, auch für die Demokratie. Menschen mit viel Vermögen, wir erleben, sehen sie auch immer wieder in den Medien, die haben auch einfach einen größeren Einfluss, also auf die Gesellschaft insgesamt, auf die Politik. Die können sich die Gesellschaft quasi ein bisschen so herrichten, wie sie es wollen, auch mit niedrigen Steuern, indem sie halt Einfluss nehmen. Im Vergleich zu den meisten anderen westlichen Ländern muss Vermögen in Österreich kaum versteuert werden.